Herzlich willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr mit unserem Blick auf die Makroökonomie und die Finanzmärkte. Heute mal aus dem sehr gemütlichen, nicht mal im Wohnzimmer, aber dem Leos Café hier bei uns bei der ING in Deutschland. So gemütlich wie hier geht es gerade auf den Finanzmärkten und in der Wirtschaft nicht zu. Unsicherheit, Unruhe ist auch 2019 wieder das Wort des Jahres wie 2018. Denn wir haben unheimlich viele Unsicherheitsfaktoren hier bekommen. Was ist das Problem aktuell? Die Faktoren, Handelskonflikt zwischen USA und China, eine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft, Brexit und die deutsche Automobilindustrie haben wirklich wieder die Sorgenfalten in die Stirn zurückgebracht. Ich versuche trotzdem noch ein bisschen vielleicht der letzte Optimist zu sein, der auch das Jahr 2019 nicht zu pessimistisch sieht, und ich werde erklären, warum. Schauen wir uns den ersten Faktor an. Handelskrieg USA-China. Ist das nun wirklich der Anfang vom Ende, von einem weltweiten Handelskrieg? Die Antwort ist nein. Präsident Trump hat ein großes Interesse daran, dass er 2020 wiedergewählt wird. Und damit heißt es, er will keine Rezession in den USA oder in der Weltwirtschaft haben. Also er hat ein deutliches persönliches Interesse daran, dass sich dieser Handelskonflikt entspannt. Von daher gehe ich davon aus, dass wir in der ersten Jahreshälfte bis zum Sommer 2019 auch diese Entspannung sehen werden. Dann haben wir China, große Unsicherheit. Könnte China sich weiter abkühlen? Könnte China ein Auslöser sein für eine weltweite Rezession? Auch hier ist die Antwort nein. Wo stehen wir aktuell? Wenn sich die chinesische Wirtschaft von 6,4 auf 6,2% abkühlt, ist das noch wirklich kein Beinbruch. Außerdem sehen wir, dass die chinesische Regierung angekündigt hat, Konjunkturprogramme aufzulegen. Mit Konjunkturprogrammen, mit Investitionen in die chinesische Volkswirtschaft werden wir sehen, dass sich auch China in der ersten Jahreshälfte von diesem Jahr stabilisieren wird und wahrscheinlich ab dem Sommer 2019 sich wieder beschleunigt. Auch dieser potenzielle Risikofaktor sollte glimpflich ablaufen. Aber einen anderen Punkt, die deutsche Automobilindustrie. Auch hier wird gesagt, ja, ist das der Anfang vom Ende? Sehen wir hier eine Strukturschwäche für die Automobilindustrie, aber damit auch für die ganze deutsche Wirtschaft, denn Automobilindustrie macht ungefähr 7% der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung aus. Auch hier, denke ich, muss man ein bisschen nuanciert sich die Sache anschauen, denn wir sehen, ja, es gibt eine leichte Nachfrageschwäche, die hat aber zu tun mit dem sogenannten WLTP, der Tatsache, dass die viele deutsche Automobilproduzenten einfach eine neue Deadline verschlafen haben, um neue Emissionsnormen durchzubekommen. Das heißt, wir werden hier sehen, dass in den kommenden Monaten auch die Produktion und die Verkaufszahlen in der deutschen Automobilindustrie wieder anziehen. Und natürlich gibt es die Frage, Elektromobilität, ja oder nein? Hat hier die deutsche Automobilindustrie den Zug verpasst? Auch hier ist die Antwort nicht unbedingt, denn wir sehen, dass die deutschen Automobilkonzerne immer nach und nach nachziehen. Vielleicht ein bisschen später, als man das gern gesehen hätte. Aber trotzdem ist das kein Grund, um es davon auszugehen, dass 2019 das Ende der deutschen Automobilindustrie sein sollte. Also auch hier wieder ein leichter Anstieg im Laufe des Jahres. Vierter und letzter Punkt, Brexit. Hier muss ich sagen, fällt es mir immer schwieriger, Optimist zu sein, denn was wir sehen ist, dass wenn man sich die politische Situation in Großbritannien anschaut, ist es schwer zu sehen, wie es hier noch zu einem Deal kommen könnte. Ich denke, dass das Risiko von einem No-Deal-Brexit immer größer wird und auch an den Finanzmärkten aktuell immer noch nicht genug eingepreist ist. Von daher, hier müssen wir aufpassen, denn ein No-Deal-Brexit käme wirklich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die deutsche Industrie, deutsche Wirtschaft, aber auch für die europäische Wirtschaft. Das hier ist mir die Hoffnung immer noch Vater des Optimismus. Bei den anderen großen drei externen Risikofaktoren für das Jahr 2019 bleibe ich aber optimistisch. Was heißt das für die Konjunktur? Das heißt, wir werden noch ein, zwei Monate haben von Unsicherheit, von wahrscheinlich negativen Erwartungen, während die Wirtschaftslage sich langsam stabilisieren wird und wir dann ab dem zweiten Quartal, so denn der Brexit einigermaßen sanft ablaufen wird, im zweiten Quartal wieder ein Anziehen sehen werden der deutschen und europäischen Wirtschaft. Und in dem Sinne bleibe ich dabei, immer wieder optimistisch bleiben, auch wenn die Risikofaktoren deutlich da sind, die Unsicherheit zugenommen hat. Es gibt aber weiterhin genug Gründe, um auch für das Jahr 2019 jedenfalls einigermaßen gemäßigt optimistisch zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.